Liebe Freunde, Hallöchen. Wir müssen mal wieder reden, heute aber zu einem Thema, was euch sicherlich interessiert. Ich erkläre es eigentlich jedes Season wieder aufs Neue und deswegen dachte ich mir, ich mache vielleicht mal ein Video. Es ist dann sicherlich auch für die Leute, die bei uns in der Community sind, im Clan sind, vielleicht mit dazustoßen wollen, auch ein interessantes Video. Worum soll es hier gehen? Es soll darum gehen, wie stellen wir uns clantechnisch auf? Also, welche Organisationen haben wir in den jeweiligen Clans und vor allem auch, was das Thema Clan Wars anbelangt. Das ist also ein ganz klares, spezifisches Video zum Thema Clan Wars, wobei die Clans natürlich dabei eine Rolle spielen, logischerweise. Ich möchte euch also im ersten Punkt so ein bisschen ich habe mir auch einen Spickzettel gemacht, liebe Leute, damit ich die ganzen Punkte hier nicht vergesse. Ich habe mir nämlich lange Gedanken darüber gemacht und ja, ich möchte euch also zuallererst erstmal die Orga vorstellen, die wir uns überlegt haben, warum die so wichtig ist und warum die meiner Ansicht nach auch oder unserer Ansicht nach auch so viel Sinn macht. Und dann will ich euch zweitens auch mal vorstellen, was ihr vielleicht selber tun könnt. Erstens, um vielleicht in ein besseres Team zu kommen, ja, und auch zweitens, das ist gar nicht der Punkt eigentlich, sondern euch mal ein paar Tipps an die Hand geben, warum das Thema Clan Wars so wichtig, so relevant ist. Und warum ja hier auch Erfahrung so einen großen Stellenwert spielt. Und euch im Allgemeinen einfach mal ein paar Tipps dazu geben. Ja? Wie ihr vielleicht auch besser werden könnt und euer Team, und darum geht es ja am Ende, besser unterstützen könnt. Fangen wir also an mit dem ersten Punkt, Clan Wars Organisation. Also wir haben bei uns im Stift-Clan oder im Allgemeinen, seitdem wir den zweiten Clan haben, natürlich auch schon immer die Regel gehabt, dass wir in Gruppen fahren. Wir haben da eine Alpha-Gruppe, wir haben eine Bravo-Gruppe. Meistens sind es an den jeweiligen Abenden, wir fahren eigentlich zu jedem Abend mit zwei Gruppen mittlerweile, sind es eigentlich immer zwei Gruppen. Das eine ist eine Alpha-Gruppe und das andere ist eine Bravo-Gruppe. Die setzen sich meistens auch aus den jeweiligen Clans zusammen. Also die Alpha-Gruppe ist meistens die Stift-Gruppe und die Bravo-Gruppe ist meistens die Stift-1-Gruppe. Warum haben wir denn im Allgemeinen solche Gruppen? Warum ist denn das wichtig? Nun, Clan Wars ist ein Modus, das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, in dem jeder einzelne von euch eine ganz klare Rolle zu erfüllen hat. Das ist ganz anders als Zufallsgefechte. Das erfordert viel, viel mehr Disziplin. Es erfordert viel, viel mehr, ja auch auf klare Ansagen von Warleads beispielsweise zu hören. Es erfordert aber auch viel, viel mehr Erfahrung von euch. Und da wir von jedem von euch das in den Gruppen brauchen. Also wenn ich DD fahre, ich aber zwei Cruiser-Fahrer dabei habe, die noch nicht genau wissen, was sie da zu tun haben, dann werden wir trotzdem als Gruppe gemeinsam verlieren. Das ist so. Das ist ganz normal. Jeder muss im Clan Wars seine Rolle erfüllen. Und deswegen haben wir uns irgendwann mal, und das ist auch keine Sache, die haben wir irgendwie neu erfunden oder so. Ich habe ja in anderen Clans auch Clan Wars gespielt, Clan Wars geleitet, bevor ich mich dazu entschlossen habe, mit dem Stream gemeinsam das hier alles aufzubauen, haben wir uns entschlossen, bestimmte Gruppen zu bilden. Und da gibt es natürlich einen Alpha-Team und ein Bravo-Team, wie ich schon so gesagt habe. Und im Alpha-Team sind meistens die erfahrensten Leute, die wir an dem jeweiligen Abend haben, drin. Und das ist auch logisch, denn die erfahrensten Leute untereinander wollen ja die beste Wertung, die wir als Community widerspiegeln, anfahren. Und sich darin auch logischerweise dann verbessern. Es macht keinen Sinn, wenn wir da Neulinge mit reinnehmen. Also komplette Neulinge. Das funktioniert nicht. Das ist dann am Ende so wie, als wenn du, du fährst Clan Wars, hast 7 Leute und hast aber 2 Leute, wie gesagt, dabei, die nicht genau wissen, was sie tun. Das führt am Ende dazu, dass wahrscheinlich das gesamte Team keinen schönen Abend haben wird. Das zieht sich aber auch durch die Leitung der Clan Wars. Ihr wisst ja, und da verweise ich gerne auch nochmal an der Stelle darauf, bei uns im Clan-internen Bereich, also an alle da draußen, die das Video jetzt sehen, weil sie sich denken, wir schauen es uns mal an, weil es vielleicht spannend ist, für die, die nicht im Clan sind, das seht ihr nicht, wir haben aber auch eine Rollenbeschreibung. Also was tut beispielsweise die Clan-Leitung bei uns, was tun aber auch die Warleads?
Und da ist es natürlich auch so, dass wir Warleads haben fürs Alpha-Team oder für den Erstclan und Warleads haben fürs Bravo-Team oder für den Zweitclan. Prinzipiell ist das keine, das ist also die Organisation, die ist dehnbar. Man kann auch mal irgendwann mal eine Charlie-Gruppe machen oder man kann beispielsweise pro Clan auch zwei Gruppen fahren, so wie wir es am Anfang gemacht hatten. Also da hatten wir einen Clan, aber hatten zwei Gruppen in dem Clan, nämlich eine Alpha-Gruppe und eine Bravo-Gruppe. Da hatten wir es also auch gemacht. Also die Organisation ist als solches erweiterbar. Und das ist auch der wichtige Punkt. Denn wir erfüllen damit einen Zweck. Nämlich der erste Zweck ist, dass die Leute, die unter euch, die gut sind, die auch wirklich schon Erfahrung haben, dass die sich natürlich weiterentwickeln können und auch wollen und auch die Möglichkeit dazu haben, weil sie nämlich mit auch anderen guten Leuten zusammenspielen, im Alpha-Team nämlich. Das ist der erste Grund. Aber auch der zweite Grund ist, und deswegen haben wir ein Bravo-Team, deswegen haben wir auch beispielsweise keine feste Gruppe, deswegen rede ich von Alpha-Gruppen und Bravo-Gruppen und so, die sich nach Erfahrung unterscheiden und die sind nicht fest in Stein gemeißelt, sondern deswegen haben wir beispielsweise auch eine Bravo-Gruppe, wo halt Leute mitfahren können, die halt noch nicht ganz so erfahren sind. Denn, und das wisst ihr alle da draußen, wer nicht fährt, der sammelt keine Erfahrung. Und das ist auch mein wichtigster Tipp jetzt schon an euch. Und dann gehen wir auch schon gleich zum Punkt 2 über, zu den Tipps, die ich euch im Allgemeinen für Clan Wars geben kann, ist, dass ihr natürlich immer einen Anspruch habt, ins Alpha-Team zu kommen. Aber der Anspruch hängt von euch ab. Wie viel Commitment seid ihr bereit zu geben? Wie oft seid ihr da? Welche Schiffe habt ihr schon gefahren? Wie viel Clan Wars Erfahrung im Allgemeinen habt ihr denn schon überhaupt? All das spielt eine Rolle, ob wir euch in den Erstclan und dann vielleicht auch ins Alpha-Team einsortieren oder nicht. Ne? Wie gesagt, es macht keinen Sinn, da komplette Neulinge mit reinzuziehen. Und natürlich, wenn ihr Erfahrungen sammelt, habt ihr auch die Möglichkeit aufzusteigen. Ist in unserer Historie auch schon mehrmals passiert. Bestes Beispiel, ich glaube, den darf ich jetzt hier auch persönlich nennen, weil wir uns persönlich sehr gut kennen, der Madin Freeman. Aufgestiegen von uns beim Zweitclan, also Stift 1, war immer dabei, sich auch spielerisch extrem gut entwickelt und ist jetzt im Erstclan und fährt natürlich auch mit in der stärksten Gruppe mit, wenn er denn da ist. Das heißt nicht, dass die Leute, die im Alpha-Team fahren, nicht im Bravo-Team mitfahren können. Das können die natürlich. Die bereichern auch das Bravo-Team. Auch das funktioniert. Aber andersrum wird es halt schwer. Versteht ihr? Weil wenn ihr halt mit in einer guten Wertung mitfahrt, in anderen Games heißt es eh los, vielleicht sagt euch das auch was. Am Ende ist es auch das, was wir hier in World of Warships haben, nur heißt es anders. Wir müssen uns diese Organisation selber schaffen, damit wir erfolgreich sind. Es wird uns nicht so, wir werden da nicht so rangeführt, sage ich mal, wie in manch anderen Games. Es macht ja keinen Sinn, da jemand komplett neuen damit einzusortieren. Ich glaube, das versteht ihr alle. Das ist auch für den Clan als solches das Beste. Und jetzt will ich euch, und das ist aber auch ganz wichtig, ein paar Tipps mit an die Hand geben. Warum und wie ihr vielleicht dann als solches besser werden könnt. Ich habe gerade eben schon von Commitment gesprochen. Und das ist eigentlich der wichtigste Punkt, Leute. Commitment, also wie oft seid ihr da, ist wirklich der wichtigste Punkt. Wir haben Leute erlebt, die sind persönlich von ihren Stats her unglaublich stark. Die können wir im Clan Wars nicht gebrauchen, weil die einfach keine Teamspieler sind. Erstens vielleicht, aber auch zweitens, weil die einfach die Erfahrung im Clan Wars nicht mitbringen. Wenn ihr nicht Clan Wars spielt, wenn ihr nicht eure Erfahrungen sammelt, könnt ihr nicht besser werden. Das ist ganz einfach. So wie mit der Arbeit, mit dem Autofahren, mit allem im Leben. Das ist ganz normal. Ist auch nicht weiter schlimm. So ist es, ja, und deswegen kann ich euch nur ans Herz legen, und ich weiß, ihr habt alle genauso wie wir, ich habe sogar noch einen Stream nebenbei und Frauchen, aber darum soll es nicht gehen, habt ihr ja auch an der Stelle, vielleicht nicht einen Stream, aber Frauchen, die meisten von euch, seid so oft wie möglich da, umso mehr könnt ihr lernen. Jetzt aber auch, und das, da möchte ich auch mal eine Lanze brechen, mit Leuten, die vielleicht nicht so oft da sind. Das ist auch kein Problem. Ich will jetzt hier niemanden dazu irgendwie... Ihr müsst selber Spaß daran haben. Das ist ein spezieller Modus. Clan Wars macht deswegen Spaß, nicht weil ihr Belohnung kriegt, sondern weil ihr mit den Leuten, die ihr kennt, an einem gemeinsamen Ziel arbeitet. Und das ist besser werden und natürlich gewinnen. Und das macht Spaß.
diesen Wettbewerbsfaktor habt ihr nirgendwo sonst in World of Warships. Den habt ihr nicht in Zufallsgefechten, in Ranked schon gar nicht. Ranked, da kommt es nur auf euch drauf, auf euch alleine drauf an. Ne? Das habt ihr nur in Clan Wars. Und deswegen ist Commitment eigentlich der wichtigste Punkt. Commitment geht über alles andere hinweg hinaus. Weil mit Commitment kommt dann das Verständnis für, was tun die Warleads denn da eigentlich, was muss ich jetzt hier tun, etc. pp. Zweiter Punkt. Und der hängt mit dem Punkt eigentlich schon sehr gut zusammen. Das ist natürlich im Allgemeinen ist Erfahrung wichtig. Also wenn ihr einen Spieler seid, der ist allgemein erst neu, der hat 500 Gefechte, 1000 Gefechte, 1500 vielleicht, Gefechte vielleicht, ja. Ab da an können wir dann langsam über Erfahrung reden, ja. Dann seid ihr jemand, bei dem ist es schwierig, den in Clan Wars in ein Alpha-Team zu integrieren. Ihr habt meistens nicht mal die Auswahl der 10er-Schiffe. Geschweige denn habt ihr aber die Erfahrung auf diesen 10er-Schiffen gesammelt. Also versteht ihr Leute, wenn ihr Clan Wars fahren wollt mit 10er-Schiffen, müsst ihr auch wissen, wie die 10er-Schiffe zu fahren sind. Dann müsst ihr da auch einen 21er-Kapitän drauf haben. Ihr müsst die richtige Skillung haben. Ihr müsst im Allgemeinen wissen, was da zu tun ist. Ansonsten zieht ihr nicht nur euch runter, sondern das gesamte Team. Ich habe davon schon gesprochen. Wenn einer aus dem 7-Mann-Team Kacke baut, sind alle anderen davon mit betroffen. Und das ist das, was wichtig ist. Deswegen, ich weiß, das sind harte Wahrheiten. Diese Wahrheiten münden nämlich meistens in Arbeit. Und Clan Wars ist nicht so viel davon entfernt, sage ich euch ganz ehrlich. Man muss wirklich viel Zeit und Energie dafür investieren, um gut zu sein. Ja? Aber so ist es nun mal. Deswegen sind Erfahrungen sammeln so wichtig. Individuelle Erfahrung, aber auch Clan Wars Erfahrung. Beides hilft euch weiter, um besser zu sein. Beides hilft euch weiter, wenn ihr vielleicht überhaupt anstrebt. Vielleicht wollt ihr das ja auch gar nicht. Ist ja auch nicht weiter schlimm, in eine bessere Gruppe zu kommen. Dann möchte ich nochmal darauf eingehen, auf Schiffe im Allgemeinen. Ich möchte euch keine Tipps geben, welche Schiffe jetzt gut sind oder so. Ich möchte euch aber ein Verständnis dafür geben, wie ihr eure Schiffe auswählen könnt. Es macht meiner Ansicht nach, und das habe ich auch schon erlebt und auch von erfahrenen Leuten bei uns im Clan, wo ich mir denke, warum tut ihr das? Die fahren in der einen Season sehr, sehr super, super erfolgreich, beispielsweise einen Kite-Kreuzer und fahren dann in der nächsten Season leider nicht mehr ganz so erfolgreich, weil sie auch die Erfahrung darauf gar nicht haben, vielleicht ein Schlachtschiff oder so. Oder manche wechseln auch von Abend zu Abend oder in den einzelnen Gefechten die Schiffe rum. Liebe Leute, dass ihr die Schiffe wechselt, dass das manchmal notwendig ist. Keine Frage. Ihr habt nicht immer die gleichen Leute mit am Start. Diese Flexibilität müsst ihr haben. Die müsst ihr auch dem Warlead irgendwie zur Verfügung geben. Ansonsten kann er kein Team bauen, was funktioniert. Aber, und das ist ganz wichtig, wir haben 4 Rollen in Clan Wars. Die stehen nirgendwo geschrieben, aber die gibt es schon seit jeher. Wir haben 4 Rollen in Clan Wars. Und bleibt bitte in diesen Rollen. Die erste Rolle ist der Zerstörer oder der Zerstörerfahrer. Die haben immer das Gleiche zu tun. Die bekämpfen den gegnerischen Zerstörer, spotten, versuchen zu torpen, nicht zu sterben, Caps zu holen, etc. Der Zerstörerfahrer. Wenn ihr Zerstörer fahren wollt, dann fahrt aber auch, sammelt eure Erfahrung mit den einzelnen Zerstörern über die Clan Wars Season hinweg. Fahrt dann nicht mal einmal Zerstörer und dann wieder Cruiser und dann am besten noch Schlachtschiff, Leute. Dass dabei nichts rauskommen kann, das müssten wir eigentlich wissen. Ja, so ist es im Clan Wars. Wir versuchen das Beste zu sammeln und mit dem Besten als solches erschaffen wir ein Team, was dann gewinnt. Das ist die große Krux des Warlead-Sein oder des Warlead-Sein. Dann haben wir den Kite-Kreuzer. Der Kite-Kreuzer hat auch eine ganz spezielle Rolle. Der Kite-Kreuzer ist derjenige, der ein Kreuzer ist, aber kein Raider hat. Ganz einfach. Und der Kite-Kreuzer, der hat eine Rolle. Und diese Rolle, die ist Schaden machen. So viel wie möglich. Und das ist auch das Wichtigste, weil ich ganz oft sehe, wir fahren auch manchmal Venezias oder so. Venezia ist ein tolles Schiff, Leute. Ohne Frage, als die damals in Clan Wars reingekommen ist, vor, ich glaube, 3 Jahren mittlerweile, ist schon lange her. Da war die Venezia übelst krass, da hat die aber auch übelst Damage gemacht. Mittlerweile fahren wir gegen Ölverschiffe und so. Die macht ihren Schaden nicht mehr. Das ist kein Schiff mehr, was man wirklich in Clan Wars fahren kann. Genauso die Stalingrad. Es gibt mittlerweile auch Schiffe, die machen viel, viel mehr Damage. Die sind viel, viel besser einzusetzen als beispielsweise so ein Schiff. Und auch da,
Ich möchte euch vielleicht auch nochmal einen generellen Tipp geben. Was ihr seht, ist, dass wir meistens immer mit einem oder zwei Schlachtschiffen fahren. Das heißt also, es muss nicht jeder von euch Schlachtschifffahrer sein wollen. Es geht gar nicht. Könnt ihr gar nicht. Wir haben nur einen. Und dieser eine Schlachtschifffahrer ist meistens der Warlead, weil als Schlachtschiff hast du meistens auch ein bisschen mehr Ruhe, kannst das Gefecht ein bisschen mehr beobachten. Und daher, wenn du nicht sehr erfahren bist, was natürlich auch geht, hast du dadurch aber die Möglichkeit, einfach das Gefecht besser zu lenken, bessere Ansagen zu machen als Warlead. Kommen wir aber gleich noch auf die Rolle des Schlachtschiffs. Also der Kite-Kreuzer, der macht Schaden, überlebt so lange wie möglich, den gibt es auf jeder Flank, auf unserer Angriffsseite, auf unserer defensiven Seite und der böllert da Schaden wie Sau. Habt ihr ein Schiff, seid auf dem Cruiser, habt keinen Raider und ihr böllert nicht Schaden, macht ihr etwas falsch. Ganz einfach. Das ist eure Rolle. Schafft ihr das nicht, müsst ihr euch oben positionieren, müsst ihr irgendwie an den Damage da rankommen. Das nur so gewinnt ihr. Ne? Das ist eure Rolle. Das kann der Zerstörer nicht und das Schlachtschiff auch nicht. Kommen wir zur nächsten Rolle. Nämlich dem Raider Cruiser. Der Raider Cruiser, der ist spielentscheidend und genauso auch abhängig von anderen. Eine ganz klassische DD-Rolle eigentlich, der Raider Cruiser. Die sind sich in dem, wie sie fürs Team wirken, gar nicht so unähnlich. Der Raider Kreuzer, den stellt man meistens an Positionen auf den einzelnen Maps, wo er über Inseln nicht wirken, aber über Inseln bestimmte wichtige Positionen der Karte locken. Also verhindern kann, dass da gegnerische Schiffe reinfahren. Also die abschließen kann, diese einzelnen Zonen. Das sind meistens Caps. Und warum stellt man da dann einen Raider Cruiser hin? Weil der Raider Cruiser an der Stelle natürlich mit seinem Radar es verhindert, dass dann gegnerischer DD das jeweilige Cap anfahren kann. Oder wenn der gegnerische DD es tut, dann ist er halt offen, kassiert dafür richtig viel Schaden. Auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Der ist aber nicht vorrangig dafür da, um wirklich viel Damage zu machen. Der muss vor allem überleben, ist vor allem aber auch mit seinem Radar sehr wichtig. Ja? Er macht, und da gibt es auch Mischformen dazwischen. Es gibt beispielsweise eine Nevsky. Nevsky ist ein Raider Cruiser, die stellt man aber nicht an der Insel, sondern in den Kite. Die ist zwischen Raider Cruiser und Kiter zu sehen. Ja? Das geht dann zu sehr in die Tiefe, da müsste ich jetzt jedes einzelne Schiff mit euch durchgehen. Das wissen die Warleads von uns eigentlich immer sehr gut, zumindest die Erfahrenen wissen das sehr gut. Und so stellt man halt die Schiffe auf. Und dann hat man noch eine wichtige Rolle und das ist das Schlachtschiff. Meistens eins, manchmal zwei, die man mitnehmen darf. Und das Schlachtschiff positioniert sich halt meistens immer so, dass es halt versucht, über Crossfire und auch über die Flanks, die, wo man selber gerade stark sein muss, beziehungsweise die man selber verhindern muss, zu wirken. Ganz, ganz wichtige Rolle auch an der Stelle. So. Und was ich euch eigentlich sagen will, ist mit dem Rollenverständnis, ist, dass ihr versuchen solltet, wenn ihr Clan Wars fahrt und wenn ihr, und im Allgemeinen, auch wenn ihr nicht unbedingt den Anspruch habt, hier Alpha-Team und besser und hasse nicht gesehen, der krasseste Typ, der krasseste Hecht im Pool zu sein, dann fahrt aber bitte in euren Rollen. Also fahrt Raider Cruiser, fahrt Zerstörer, fahrt Schlachtschiffe. Wechselt nicht vom Schlachtschiff auf den Zerstörer, wechselt nicht vom Kreuzer auf den DD. Wenn es nicht anders geht, dann okay. Aber ich glaube, ganz oft ist es so, dass man schon immer einen erfahrenen Zerstörerfahrer dabei hat oder einen erfahrenen Warlead. Also ich kenne ja unsere Gruppen, die fahren bei uns, dass wir das abbilden können. Denn ihr sammelt in den einzelnen, versteht ihr diese Positionen, die sind auch nicht immer neu. Also wenn ihr als Zerstörer einen Cap anfahrt, dann ähnelt sich das meistens immer von Map zu Map zu Map. Man macht dann immer das Gleiche. Da ist also ein großer Lerneffekt drin. Aber nicht, wenn ihr natürlich vom Zerstörer auf den Kreuzer wechselt. Dann müsst ihr natürlich das Cap anders anfahren. Vielleicht fahrt ihr das Cap auch gar nicht an. Aber ihr steht auf jeden Fall ganz anders. Da habt ihr also diesen Lerneffekt nicht mitgenommen. Und der ist auch meistens seasonübergreifend. Die Maps ändern sich nämlich nicht so groß. Die ändern zwar die Restriktionen in den Schiffen und das ist auch gut, aber die Maps ändern sich nicht und dadurch ist es meistens immer dieselbe Insel, wo man einen Raider Cruiser ranschickt und meistens immer dieselbe Insel, wo man einen Kite-Kreuzer hinschickt und meistens immer dieselbe Position roundabout, wo man das Schlachtschiff hinfahren lässt. Ne? Das ist das, was ich euch sagen will. Restriktionen und ja, im Allgemeinen dazu Schiffe sammeln.
ist mein nächster Punkt auf der Liste. Also ihr seht, und das ist auch eine Sache, die macht es den neuen Spielern bei uns nicht unbedingt viel einfacher. Aber ihr seht ja, Wargaming ändert auch Restriktionen, ganz oft, weil die Meta verändern, damit Clan Wars im Allgemeinen interessant bleiben will. Ist vollkommen in Ordnung, früher haben sie es nicht gemacht, da hat man dann, keine Ahnung, Wolfpack gesehen und die haben mit ihren Massos alles rasiert, die Leute, die Massos und Kleber fahren konnten, bis sie dann irgendwann gemerkt haben, oh, okay, alles klar, wir müssen hier vielleicht irgendwas tun, das ist ja für die alle anderen, die das fahren, dann auch nicht so fair. So hat das angefangen. Ja, ist schon eine Weile her, jetzt mittlerweile haben wir das jede Season und auch für ganz unterschiedliche Schiffe. Wichtig ist aber, und das zeigen euch die Restriktionen, auch in den einzelnen Rollen, die ihr habt, also wenn ihr euch jetzt dazu entschließt, ihr wollt Zerstörerfahrer sein, ja, dann müsst ihr natürlich auch nicht nur, dürft ihr nicht nur einen Zerstörer haben. Also wenn ich beispielsweise, ich will Zerstörerfahrer sein im Alpha-Team, habe aber nur einen Ragnar, keinen anderen Zerstörer, bin zwar auf der Ragnar extrem gut, aber hab nur einen Zerstörer, nämlich die Ragnar, dann bin ich eigentlich eine Bürde fürs Team, weil ich nicht gut einzusetzen bin. Ich habe nur eine Rolle, nämlich nur einen Zerstörer, nur dieses eine Ding, was ich fahren kann. Und wenn die restriktiert, also irgendeiner Restriktion unterliegt, dann wird es schon schwierig. Sammelt also auch eure Schiffe dann in den jeweiligen Rollen, die ihr habt, wenn ihr für Clan Wars ready sein wollt. Ne? Und dann ist mein letzter Punkt und der Rest ist eigentlich nur noch, also alles andere, was danach kommt, ist eigentlich nur noch üben, üben, üben und vor allem Spaß haben, ist, der Warlead ist nicht derjenige, der euch diktiert, wo ihr zu stehen habt. Das tut er am Anfang der Runde. Da tut er das. Und dann tut er es auch im Verlauf der Runde, wenn er merkt, dass ihr nicht unbedingt immer die richtigen Entscheidungen trefft oder nicht spitz auf Knopf die richtigen Entscheidungen gerade treffen könnt vielleicht, weil ihr zu beschäftigt seid oder so. Aber was ich sagen will ist, ihr selber habt auch einen Kopf. Und der ist ganz wichtig. Die guten Teams, Penta und so, die fahren nur deswegen gut. Ich kann es euch genau sagen. Weil das alles individuell richtig gute Spieler sind. B, weil das alles individuell richtig, richtig erfahrene CW-Spieler sind. Und drittens, weil die alle individuell gar nicht darauf angewiesen sind, überhaupt einen Warlead zu haben. Die haben am Anfang ihre klare Taktik und ihren klaren Ansager, aber danach müssen die schnell, flexibel darauf reagieren, was der Gegner tut. Und das ist bei euch auch extrem wichtig. Da müsst ihr hinkommen. Deswegen ist mein Tipp auch an euch, und das ist auch ein ganz wichtiger Tipp, ich hoffe, der geht jetzt nicht unter, weil Video 22 Minuten und so, das ist ein ganz wichtiger Tipp, fragt euch auch mal, wenn ihr auf eine bestimmte Flank eingewiesen werdet, bei Clan Wars beispielsweise. Im Zufallsgefecht klappt das aber genauso gut. Aber fragt euch mal, was ist denn jetzt mein Ziel hier? Was will ich denn jetzt hier? Wenn ihr diese Frage nicht beantworten könnt, dann ist das schlecht. Weil das solltet ihr immer im Kopf haben. Ihr solltet das auch immer euch überlegen. Ihr solltet immer wissen, was tue ich jetzt hier gerade? Will ich jetzt hier gerade, also ich als Zerstörerfahrer beispielsweise, will ich jetzt hier gerade cappen? Muss ich jetzt hier für mein Team spotten? Muss ich verlagern, weil die andere Seite krass anfängt zu pushen? Und muss sich da den Push aufhalten? Muss ich irgendwie einen durchbrechenden Zerstörer abfangen und so weiter und so weiter und so weiter. Diese Ziele müsst ihr vor Augen haben, solltet ihr vor Augen haben. Habt ihr die nicht vor Augen, fehlt euch Erfahrung. Versucht die Erfahrung zu sammeln und dann auch an der Stelle einfach mal euch zu überlegen, okay, wo bin ich denn jetzt hier am sinnvollsten? Muss ich jetzt hier wirklich im Zufallsgefecht beispielsweise, ja, im Clan Wars ist es meistens so, dass wir das gar nicht durchgehen lassen, weil wir euch dann sagen, okay, du fährst jetzt rüber auf die andere Flank. Aber im Zufallsgefecht ist es meistens so, ja, muss ich denn jetzt hier mit den fünf anderen Schiffen auch durchfahren oder reicht es vielleicht auch, wenn die fünf anderen Schiffe hier durchpushen und ich gehe vielleicht auf die andere Flank und helfe da noch aus? Das ist ganz wichtig. Das ist die Art und Weise von Köpfchen, die ihr dann auch, die Art und Weise von Erfahrung, Positioning, was ihr dann sammelt und deswegen frage ich euch auch oder bitte ich euch, versuche euch, diese Frage mitzugeben, dahingehend, dass ihr auch euch überlegt, okay, was tue ich denn jetzt hier eigentlich? Ich mache das in jedem einzelnen Gefecht, Leute. Ich mache das meistens für die Leute, die mit Divi fahren, auch noch mit. Weil wir nämlich erfolgreich sein wollen, weil ich meistens weiß, dass die das nicht so, die fahren dann, haben dann ihr Schiff und dann ist das Schiff gerade neu und eigentlich will ich ja das Modul hier haben und so und dann, ne, so. Aber
ich alleine bin ja nicht so gut wie drei Leute, wenn ich weiß, wie ich die einzusetzen habe, beispielsweise. Ich mache das in jedem einzelnen Gefecht. Tut ihr das auch? Wunderbar. Tut ihr das nicht? Überlegt vielleicht und trefft dann weise Entscheidungen. Ja, und am Anfang macht ihr Fehler, aber irgendwann, wenn ihr überlegt und dann merkt, oh, die Entscheidung, die ich jetzt hier getroffen habe, hier rein zu pushen, das war nicht gut. Nur wenn ihr das tut, werdet ihr besser. Denn nur wenn ihr das tut, fangt ihr nämlich an zu reflektieren. Nur wenn ihr das tut, dann merkt ihr auch, aha, hier jetzt rein zu pushen, das war doch nicht so gut, hätte ich vielleicht doch lieber verlagern sollen. Ne? Genau. Und so unterstützt ihr dann natürlich auch mit eurem Kopf, mit eurem Denken und kommuniziert das natürlich auch den Warlead und dann seid ihr als Team auch erfolgreicher. Mehr Tipps an der Stelle kann und, also ich kann euch noch ganz viele Tipps geben. Wir können hier ein Dreiviertelstunden-Video, Stunde noch länger draus machen. Ja? Das ist überhaupt gar kein Thema, aber mehr Tipps will ich euch eigentlich individuell gar nicht geben, denn wir haben in Clan Wars Restriktionen, die Schiffe verändern sich und so weiter und so weiter. Das, was jetzt war, das ist alles allgemeingültig. Das war jetzt Orga, erster Teil, und zweiter Teil Tipps für Clan Wars und für eure individuelle Spielentwicklung. Und die bleiben unique, also einzigartig und bestehen. Seitdem ich Clan Wars spiele, sind die immer schon immer so. Bis auf das Thema Restriktionen, das haben sie neu eingeführt. Gut. Ich hoffe, es hilft euch. Herzlichen Dank. Dankeschön fürs Zuschauen bei diesem Video. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen weiteren Tag. Euer Stifti. Danke. Hey Leute, und wenn ihr mich live in Action sehen wollt, schaut mal bitte nach unten. Der Twitch-Link ist da unten verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn ich euch mal live begrüßen könnte. Danke.